Hey, ja, ich dachte mir, ich mache heute noch mal so ein Oldschool-Laber-Video, wie ihr das eigentlich von mir kennt, hoffentlich. Bettgeflüster-mäßig. Ja, heute ist der 1. Januar 2018. Crazy, oder? Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und dass all eure Wünsche, Ziele, Träume in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und all das, was man sich so im neuen Jahr wünscht. ja, ich sitze hier richtig gammelig in meinem Pullover auf meinem Bett und ich dachte mir, ich rede heute einfach mal ein bisschen mit euch über das Jahr 2017 und ja, normalerweise mache ich das ja immer so, dass ich mir meine Vorsätze von dem letzten Jahr anschaue und gucke, was ich so eingehalten habe und was nicht. Aber das mache ich heute nicht, weil ich mir für 2018 auch nichts vorgenommen habe. Also zumindest so, ja, ich färbe mir dieses Jahr nicht mehr die Haare oder irgendwie sowas, sondern ich weiß, dass 2018 für mich das krasseste Jahr wird wahrscheinlich in meinem ganzen Leben, weil sich alles verändern wird. Ich werde ja mein Abi machen, ich werde wahrscheinlich eine Ausbildung anfangen und das ist schon eine krasse Veränderung, weil du einfach mit den ganzen Leuten, mit denen du so die letzten 2 Jahre täglich irgendwie in Kontakt warst, das wird einfach nicht mehr so sein. Das ist einfach so. Und das finde ich schon krass irgendwie. Und ja, deswegen wird sich für mich 2018 ziemlich viel ändern. Aber reden wir mal ein bisschen über 2017. Für mich, also ich habe euch ja dieses Jahr, glaube ich, richtig viel mitgenommen, was so das Vloggen, ja, ist okay, komm. Ich mache mal gerade mein Handy auf leise. Was so Vlogging-technisch betrifft, habe ich euch ja ziemlich viel mitgenommen und das hat auch mega viel Spaß gemacht, aber es ist ziemlich komisch irgendwie, weil irgendwie habe ich voll selten irgendwie was zu vloggen. Also eigentlich hätte ich was, aber dann vergesse ich meine Kamera und bla bla. Also, als ob ich jetzt meinen Akku aufladen muss von der Kamera. Ich könnte kotzen. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass meine Kamera aufnimmt und gleichzeitig laden kann. Ja, jetzt habe ich schon wieder voll den Faden verloren, ne? Ja, 2017 war auf jeden Fall eigentlich ein sehr, sehr schönes Jahr. Ich hatte richtig tolle Momente. Ich habe sehr viele Freunde so wiedergefunden, den ich eigentlich so 2016 gar nichts mehr zu tun hatte und so. Deswegen an sich kann ich nicht sagen, dass 2017 ein Scheißjahr war oder ein schlechtes Jahr war, sondern eigentlich sogar ein sehr, sehr positives, in dem ich mich viel weiterentwickelt habe und ja, nur die letzten paar Wochen waren etwas schwierig für mich, da ziemlich viel auf einmal kam. In diesem Jahr sind auch 3 Todesfälle in meiner Familie gewesen, was natürlich auch immer wieder ein krasser Rückschlag ist, beziehungsweise so ein Schicksalsschlag, mit dem man auch erstmal irgendwie klar kommen muss. Und ja, es ist nicht so einfach, wie es immer aussieht. ja, aber dieses Jahr sind auch einige Dinge passiert, mit denen ich nicht gerechnet habe und die mich auf jeden Fall in meinem Leben sehr viel weitergebracht haben, die mich bereichert haben an Wissen über mich selber, wenn man das so sagen kann, die mich halt in dem Sinne weiterentwickelt haben, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt positiv waren. Ja. ich muss auch dazu sagen, dass ich so jetzt zum Ende hin des Jahres ziemlich viele Freunde verloren habe. Ich weiß nicht, ob man das wirklich dann als Freunde bezeichnen kann, wenn sie halt wieder irgendwie aus deinem Leben gehen. Einfach so, ohne dir zu sagen, warum oder was auch immer. Aber ich habe auch so die letzte Zeit wirklich eine Freundin fürs Leben dazu gewonnen. Liebe Grüße an Johanna, hallo. nee, also es ist schon cool, wenn man jemanden hat, mit dem man über alles reden kann. Genauso wie meine Nerd-Freunde aus der Schule. Das sind alles so Leute, wo man weiß, okay, auf die kann ich mich verlassen und die sind immer da. Egal wie viel Uhr es ist und egal, ob die jetzt wirklich verstehen, was dir auf dem Herzen liegt, aber sie sind da und du kannst mit ihnen reden und das ist ziemlich wichtig, glaube ich. Und natürlich kann man auch immer viel Spaß haben, ne? ja.
Worüber kann ich noch reden? Silvester war für mich, also ich wollte eigentlich gestern schon das Video jetzt, was ich halt jetzt drehe und was hoffentlich auch heute noch online kommt, wollte ich eigentlich gestern gedreht haben und das dann online stellen, so als Abschluss für 2017, aber gestern war ich irgendwie absolut nicht in der Verfassung, irgendwas zu tun, also hochzuladen oder mich vor die Kamera zu setzen, weil für mich ist Silvester immer schrecklich emotional und ich war alleine, also ich habe Silvester alleine verbracht mit meinem Hund. Und ja, ich mag das auch gar nicht rauszugehen und rumzuböllern mit den ganzen Silvesterkrachern. So, das ist gar nicht mein Ding. Ich habe extreme Angst davor und muss mir das dann nicht geben, wie Leute die Umwelt verschmutzen. Und keine Ahnung, es ist einfach ultra die Geldverschwendung. Und habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was mit den ganzen Tieren ist, die draußen sind oder... Ich kann Gott sei Dank sagen, dass mein Hund keine Angst vor den lauten Krachern hat, aber andere Tiere haben extreme Angst davor. Und ich finde das ganz schlimm, wenn Leute dafür ihr Geld aus dem Fenster werfen und nur für 15 Minuten Spaß haben. So, da kann ich auch drinnen irgendwie anstoßen und bin glücklich. ja, aber wie gesagt, ich war gestern nicht irgendwie in der Verfassung und dachte mir so, komm, dann mache ich das jetzt einfach. Genauso irgendwie wie die letzten Tage. Ich habe ja gesagt, es kommen mehr Videos, so es kamen ja auch ein paar, aber... Irgendwie war ich die ganze Zeit unterwegs und kam gar nicht dazu, meine Videos zu schneiden oder hochzuladen. Ich war auch gar nicht am PC oder so. Aber das wird sich hoffentlich 2018 ändern, weil eigentlich ist mir diese Videosache ja schon ziemlich wichtig. So, das macht mir mega viel Spaß und es ist einfach eine Sache, so eine Herzensangelegenheit von mir, dass ich halt den Leuten irgendwas Positives auf den Weg gebe, weil ich finde, dafür sollten Leute ihre Reichweite nutzen. Wenn sie Leute haben, die einen unterstützen und so, dann möchte ich doch auch irgendwie die Leute unterstützen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auf jeden Fall mein Ziel in 2018, dass ich mehr Videos mache, die in die Richtung Bettgeflüster gehen, aber trotzdem halt auch noch in die Richtung Beauty, weil... Das ist das, womit mein Kanal groß geworden ist, womit ich mich identifizieren kann. Und ja, ich mache mal gerade meine Haare auf. Übrigens, was auch 2018 anstehen wird, ist eine crazy Haarveränderung. Ich werde zum Friseur gehen und meine Haare blondieren lassen. Ich weiß noch nicht wann. Ich habe auf jeden Fall Angst davor. Aber ja, das wird mir, glaube ich, auch gut tun, weil dann habe ich wieder eine Veränderung und kann mit meinen Haaren machen, was ich möchte, weil ich brauche was Buntes im Leben. Ich bin einfach ein bunter Mensch. Ich weiß nicht, eigentlich bin ich immer richtig fröhlich und so und das merken auch meine Freunde. Wenn sie mich beschreiben, dann beschreiben sie auch meine Klamotten immer ziemlich bunt, weil ich immer bunte Jacken anhabe. Ich weiß nicht, ich müsste eigentlich mal so einen Kleiderschrank-Tag-Dingsbums machen. Aber ja, deswegen, ich brauche Farbe auf dem Kopf, ich brauche, wenn ich in den Spiegel sehe, muss ich einfach was Buntes sehen und das war ganz nett, damit meine Haare wieder gesund werden und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie komisch das ist, nach so vielen Jahren tote Haare auf einmal gesunde Haare zu haben, weil die fetten so schnell auf einmal, richtig komisch. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die 2018 auf jeden Fall ansteht. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall weiterhin mit mir Verwandlung durchzumachen, mit mir erwachsen zu werden, weil ich habe letztens so ein Instagram-Dings gepostet von wegen, ja, schreibt mir mal irgendwas, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Und da haben mir wirklich alle Leute, die mir was geschrieben haben, haben gesagt, du warst meine Inspiration und du hast mir so geholfen, dass ich das mache, was ich machen möchte. Und das hat mich schon sehr berührt, weil, ja, das freut mich irgendwie. Und irgendwo ist es so, ja, früher, als ich dich entdeckt habe, da war ich ja 14, als ich die Videos hochgeladen habe. Und jetzt bin ich einfach 19 und irgendwie sind wir alle so ein bisschen erwachsen geworden zusammen. Schon komisch, ne? Ich bin so eine Internetgestalt und eigentlich kennt ihr mich alle gar nicht. Und trotzdem ist es so, als würden wir uns schon Jahre kennen. ja. Ich kann nicht noch großartig was sagen, ohne wirklich viel über mein 2017 zu sagen. Wie gesagt, es war eigentlich ein wirklich richtig schönes Jahr mit schönen Menschen und schönen Momenten. Aber es war halt auch ein Jahr, was ziemlich viele Schicksalsschläge mit sich gebracht hat. Und
viel, woraus ich lernen musste und ja. Und vor allen Dingen, was mich ja auch richtig abfuckt, wieso müssen diese Leute, Silvester ist vorbei, diese 15 Minuten Spaß sind vorbei. Jetzt ist es der 1. Januar und es ist 18 Uhr, warum müssen die immer noch mit ihren komischen Silvesterkrachern rumschießen? Ich verstehe es nicht. Kann mir das bitte jemand erklären? Oh mein Gott. Und es tut mir leid, ich habe genau da einen Pickel. Ich sehe allgemein ziemlich gammelig aus, aber es ist egal. Ich sitze in meinem Bett und ihr wahrscheinlich auch und ihr müsst mir ja nur zuhören, also. ja, was kann ich euch denn noch Schönes auf den Weg geben? Ich hoffe, ihr werdet 2018 das tun, was ihr möchtet und hört nicht so viel auf andere Leute. Es ist sowieso scheißegal und deswegen macht das, worauf ihr Lust habt und verstellt euch nicht, um irgendwem zu gefallen, weil das ist Bullshit. Das wollte ich nur nochmal klarstellen hier. ja. Ich glaube, das waren meine Abschiedsworte an 2017. Ich bin nicht bereit für 2018, aber ich kann es mir eh nicht aussuchen. Deswegen, ja, hoffen wir einfach für das Beste und dass 2018 endlich mal ein cooles Jahr wird. Weil mein Vater hat gesagt, es gibt immer sieben schlechte Jahre und sieben gute Jahre. Und die sieben schlechten Jahre sind, glaube ich, soweit ich weiß, endlich vorbei. Ja, es müssten jetzt 7 Jahre sein. Deswegen lasst uns auf das Beste hoffen und denkt immer dran. Ich hab euch lieb und ihr mich auch, ich weiß das. ja, genug rumgelabert, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.